Herzlich willkommen zur 17. Folge Transport Fever 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, Geld verdienen. 3 Millionen Miese. 73.000 Verlust. Die Straßen. Verdienen einfach zu wenig. Straßen verdienen zu wenig. Und ich verstehe immer noch nicht, warum auf Brötchen Heilenbach so viel geschickt wird. Gut, die haben 51. Ich glaube, wir liefern da an. Linie rechts macht ordentlich Kohle. Die Rundlinie links nichts. Passagierhauptlinie nichts. Brötchen Hallenbach. Könnten wir halt noch mehr machen. Hallo. Also die könnten wir locker auf 51 ausbauen. Dann würde sie doppelt so viele Fahrzeuge, beziehungsweise nicht doppelt so viele Fahrzeuge, aber halt deutlich höheren Durchsatz bekommen. Das wäre eine Maßnahme. Und unsere Getreidelinie machen ja schon, also die halten uns mehr oder weniger unter über Wasser. Brötchen, Rundlinie links, Rundlinie rechts. Machen beide gutes Geld eigentlich. Unsere Passagierhauptlinie macht mir am meisten Sorgen. Die Einnahmen sind noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Da wäre jetzt die Überlegung, zum Beispiel einen runterzunehmen. Und da vielleicht Heilenbach auf 82, das ist glaube ich zu viel.
waren. Heidenbach macht 39. Weil die halt hier warten. Da müssen wir jetzt mal warten. Aber ich denke mal, es könnte noch ein Fahrzeug drauf. So, und da haben wir gut verdient. Deswegen haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. So, aber pass auf, dann fangen wir an umzubauen. Hier verwalten. Ihr geht bei der 2 auf die 1. Ihr geht bei der 2 auf die 2. Pause. Und weiter. Warum nicht möglich? So, das können wir aber auch nur bei den Brötchen hier machen. Und dann. Gehen wir da ein Tucke weiter raus. Setzen hier ein Gebäude ran. Ach ja, das Stadtbahnviadukt, Güterkopfbahnhof. Ich will aber nur ein Feld entfernen. Feld. Mal gucken, was wir uns da leisten können. Wie weit die Zugstrecke hier. Gehen kann. Was ist das hier? Stopp. Tempo. So, und da gehen wir schon mit dem Tempo raus. So, 2000, okay, machen wir's. Passt.
So, und dann können wir hier auf vierspurig schön gemütlich. Bis nach hier hinfahren. So. Zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. So, keine Kohle mehr. Keine Kohle mehr. Oh, das ist doof, wenn man halt nicht so viel Geld hat und man bauen möchte. Okay. Da war ich gerade eine Sekunde zu spät dran. Da ist wieder Zug angekommen und da ist wieder nächster Zug angekommen. Los, Zug ankommen. Na komm. Oh. Der nächste Tick ist durchgelaufen. Zack. Neue Linie von da nach da. Das ist dann die Getreidebrot 3. Das ist die 2er. Das ist die 1er. Drei Varianten. Okay, nee, wir brauchen einen offenen Güterwagen und eine davon offener Güterwagen. Kapazität 3 Millionen. Gute 3 Millionen. Nur die müssen wir erstmal verdienen. Eins Komma fünf, zwei Komma zwei, zwei Komma neun, eins Komma drei, eins Komma acht.
1,9. Da ist er. Getreidebrot 3. Ach so. Nee, Quatsch. Nee. Zurück ins Depot. Ich wollte schon was sagen. Ich kann doch hier gar nicht hinfahren. Getreidebrot 3. Jetzt. Linien. Voller Lieferanten. Wie kann man zum Beispiel so Fahrzeuge machen. Gut, und ihr müsst jetzt erstmal hier hochfahren. Und da ist jetzt die Frage, wie kriegen wir das wieder hin? Müssen wir dafür unsere anderen Linien wieder killen? Pass auf, wir haben jetzt hier die Kalbsriter-Linie. Kalbsriter-Linie. Geht mal auf den Achter. Weil die Grebenbach braucht er immer. Und so kannst du und die Heilenbacher Linie nach oben fahren. Weil Kalbsried hat ja eigentlich immer relativ viel da liegen. Passt eigentlich immer im Regelfall. Hier ist eigentlich auch immer ein Getreidezug, der hier abliefert, ne? Zack, fährt raus. Nächste fährt rein. Liefert ab. Fährt raus. Okay, jetzt ist gerade mal... Okay, da ist er wieder. Der ist da. Aber 14 ist halt zu wenig, ne? Sie kriegt halt schon nur 98%. Aber wir transportieren doch alles ab nach Kalbsried. Züge stehen noch hier und warten auf Beladung. Dann dürft ihr halt nicht so viel auf Heilenbad drauf jagen. Okay, Geld. Fängt sich wieder.
Brötchen Gremdorf, Getreidebrot 1, Getreidebrot 2. Brötchen Limbach, Zeldan, die Tram Limbach macht auch nicht Kohle, die Rundlinie rechts macht Kohle, die Rundlinie links macht Kohle. Passagierhauptlinie. Liegt sehr schlecht. Linie verwalten. Pass auf, du fährst einfach mal los, damit du merkst, da geht was. Dass du sagen kannst, alles klar. Die haben da was. Und alles, was er bringt, ist ja zusätzlich. Da fährt einer. Den halten wir gleich mal ganz kurz an. Mit drei Leuten. Wie sieht das hier aus? Passagierhauptlinie 44. Wie sieht das hier oben aus? Haben sie gut abgearbeitet? Wie sieht das hier aus? Haben sie eigentlich auch ganz gut im Griff? Hier oben ist leicht Überfüllung noch, aber haben sie auch im Griff. Sömmelstal geht auch. Ziele, Fückelberg. Oh, selbst nach Gera wollen die hier. Wollen sogar welche nach Zeitlan. Zeitlan kommt bald. Sechzehn abgeliefert. Derzeit sind hier wieder 19 produziert. Okay. Er fährt hoch. Er fährt hoch. Langsam aber stetig. Du wirst zwar lange Zeit nicht im Plus fahren, aber nach und nach werden wir den hier hoch pushen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in den guten Kollegen hier rein. Und gucken uns hier nochmal eine kleine Mitfahrt an. Mit gemütlichen 50 km/h. Du dich hier hinten nach Vöckelberg und du kannst hier 30 laden. Das ist schon mal zumindest die halbe Miete. 30 ist schon mal recht in Ordnung. Okay, geht wieder auf in Richtung Heilbach Brotfabrik. Auch hier, ja gut, guck mal, hier muss er ganz schön kämpfen auch.
Probleme und fährt sogar alleine. Also hier kein weiterer Zug zu sehen. Und da kommt der nächste leere Zug schon wieder zurück. Ich meine, 30 ist schon mal besser als nichts. Der nächste Zug. Das war jetzt doch der dritte leere Zug, der zurückgekommen ist, ne? Der nächste Zug. Der nächste Zug. Da oben steht auch schon wieder einer zum Abladen. Und sagen bitte, du machst jetzt 500.000 Gewinn. 500.000 Einnahmen. Macht er nicht. Boah, kommt der nächste reingerast. Und der nächste reingerast. So muss das sein. Wenn da immer so zwei, drei Stück auf einen Schlag kommen, dann hat unsere Brotfabrik auch ordentlich was zu tun. Aber das müssen wir halt erstmal schaffen, ne? So, wir fahren jetzt nochmal mit zurück. Ich möchte sehen, ob der jetzt, wenn er unten wieder angekommen ist, seine 30 Getreide hat oder ob er seine 31 Getreide hat. Hat er 31 Getreide? Bin ich zufrieden? Weil dann steigern wir die ganze Geschichte nach und nach. Ist der Zug voll, packt man einen zweiten drauf. Boah, jetzt geht es hier richtig steil im Berg runter. Das ist aber schon eine hammerharte Geschichte da. Aber es sieht echt geil aus. Guck mal, hinten im Wald, die Dampflok quer durchgeschossen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch wieder deutlich entspannter, weil unser Kontostand nicht mehr rot ist, sondern weiß und es geht nach oben. Und das ist halt der Punkt. So, da sind wir angekommen wieder im Vogelwerk. Und er nimmt 34 mit. Damit fährt der jetzt dann. Also mit 34 fährt er in der Gewinnzone. Definitiv. Und du hier, Heilenbacher. Wir erinnern dich jetzt mal auf 14. Du wirst jetzt zwar jetzt steht der Kalbsriter da drin. Transport 100%. Limbacher hat da was abgeholt. Eigentlich bei einem guten Produktionslevel, ne? So, Getreidebrot war mal kurzzeitig in der Gewinnzone.
Ding. Ding. So, wir machen jetzt mal Heilenbach hier ordentlich leer. Davon profitiert ihr auch. Und sobald wir so ungefähr 15 Millionen erreicht haben, fangen wir an mit dem Aufbau der Dingslinie. Der Baumart-Linie. Oder wir optimieren das hier nochmal, dass wir sagen, okay, wir hauen da nochmal Zeug drauf. Aber der hier muss halt steigen. Ist jetzt auf 26. Rein, rein, rein. Und das ist wieder Gräbendorf. Und der kriegt wieder... Wieso schickt er eigentlich... Nein, Abnehmer. Nach Gräbendorf nur 83. Brötchen Gräbendorf. Weil die halt nur 83 bekommen. Aber Gräbendorf kann doch mittlerweile doch deutlich mehr, oder nicht? 107. Aber ich glaube, die Gräbendorfer Tram. Ne, die ist nicht überfordert. Passagierhauptlinie. Die ist halt absolut unterdimensioniert. Könnte mehr gehen. Könnte deutlich mehr gehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.